St. Wolfgang im Herbst-Winter 2022. Der neue Bahnhof der Schafbergbahn wurde feierlich eröffnet und ist mit dem neuen Erlebnisquartier in Vollbetrieb. Der Blick zurück ins Heute zeigt, bis dahin gibt's noch jede Menge zu tun. In den vergangenen Wochen wurde die alte Talstation abgerissen. In den letzten Tagen haben die Bagger bereits die Grube für die neue Baustelle ausgehoben. Mit dem offiziellen Spatenstich geht's seit dieser Woche wieder nach oben. Da, wo heute der Spatenstich stattgefunden hat, wird in den nächsten 18 Monaten ein Erlebnisquartier für die Schafbergbahn und für den Salzburger Gehtourismus entstehen. Das heißt 18 Monate Bauzeit, aber trotzdem ungehinderter Betrieb bei Schafbergbahn und Wolfgangseeschifffahrt. Dafür sorgt das vor 3 Monaten errichtete Ausweichquartier. Im Ausweichquartier direkt neben der Talstation gibt es sowohl den Gästebereich als auch den Fahrkartenverkauf. Der Neubau in St. Wolfgang ist für den gesamten Tourismusbereich der Salzburger AG und auch für den Ort St. Wolfgang ein Neustart. Es ist damit auch gleichzeitig das Symbol, was wir in Zukunft bei allen Attraktionen bieten wollen, und zwar erlebniszentrierte Angebote, die unverwechselbar sind, so wie dieses Erlebnisquartier hier unverwechselbar wird. Natürlich für die Salzburger AG ein Großprojekt, aber ist auch für uns im Ort ein Großprojekt, auf das, was wir uns sehr gefreut haben, dass er kommt. Man muss sich vorstellen, vor 128 Jahren haben da Pioniere wirkliche Arbeit geleistet und ist sogar nach dieser langen Zeit das neue Innovation, diese Schafbergbahn und die Schifffahrt dazu, und darum bewegt sich natürlich sehr viel. Bis Advent 2022 soll der neue Bahnhof eröffnet werden, bis dahin werden aber noch viele fleißige Hände am Werk sein. Über 25 Betriebe, hauptsächlich aus Oberösterreich und Salzburg, werden diesen Bahnhof erbauen. In den nächsten Wochen wird dann der Boden betoniert, sprich die Grundplatte, dann erfolgt der Kelleraufbau und die Decke und anschließend dann natürlich Stahl und Glas und Holzarbeiten, bis das Dach im September geschlossen ist. Die Salzburger AG investiert 7,5 Millionen Euro in das Neubauprojekt am Wolfgangsee.